Hallo, hallo, hallo. Hallo. Es gibt nicht nur Kamera-News, Kameramarkt, neue Infos, sondern auch bei Canon-Linsen tut sich viel. Genau. Es sind neue Patente vorgestellt worden, neue auch Objektive vorgestellt worden. Und über die quatschen wir jetzt in diesem Video. Genau, schaut weiter. Daniel. Canon hat sich ein paar Sachen patentieren lassen, beziehungsweise ein paar neue Sachen vorgestellt. Genau. Also ein Objektiv wäre das Canon 135mm RF 1.4L DS. DS, was bedeutet das denn? USM. USM auch, Entschuldigung, ist USM. USM, ja. Also USM, wissen wir, was es bedeutet. Genau. Das ist Ultraschallmotor. Aber DS, da habe ich selbst jetzt kurz googeln müssen, weil das kenne ich nicht bei Canon. Oder? Auf jeden Fall soll das etwas ganz Geschmeidiges sein. Ja. Das ist Defocus Smoothing. Genau, Defocus Smoothing. Also auf Deutsch übersetzt ein weicherer Hintergrundunschärfe-Effekt. Genau. Das war sehr schön formuliert, glaube ich. Schreibt uns eure beste Übersetzung von Defocus Moving in die Kommentare, ohne dass ihr nachschlagt. Genau, das und das ist. Haben die ganzen neuen Canon-Objektive jetzt, also das Bokeh soll noch cremiger werden dadurch. Genau, Sony hat es, glaube ich, auch schon teilweise im Lineup. Ja. Ich habe das nur in den Kommentaren dann entdeckt, dass das natürlich immer sofort geschrieben wird, ja, Sony hat das ja sowieso schon. Da gibt es dann auch die Gegenmeinungen in den Kommentaren, die sagen, nein, das ist ja was ganz anderes. Auf jeden Fall, wir blenden euch das ein, was dieses Defocus Moving bedeutet. Ja. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob das gut ist. Peter Pixel hat einen recht netten Artikel über Defocus Moving mit vor, nachher oder mit und ohne Vergleichen. Da könnt ihr selbst entscheiden, was ihr schöner findet. Ja. Auf jeden Fall zurück zum Thema des 135er 1.4er. Sowas gibt es ja aktuell noch nicht am Markt. Soweit ich weiß nicht. 1.4. Also ich habe hier, habe ich schon hergestellt, ich habe noch das EF 135er 2.0. Genau. Also mit 2er Blende. Ganz, ganz tolles Objektiv. Ist wirklich porträtmäßig einer meiner absoluten Lieblingsobjektive. Wunderschönes Bokeh. Wurde immer so Bokeh-Monster genannt, weil einfach durch den Telebereich kriegt man schon viel Unschärfe und dann bei 2er Blende auch. Ja. Ist ziemlich scharf, aber nicht ganz so scharf, wie wir es heutzutage kennen von den neuen Objektiven. Ist auch ein sehr altes Objektiv und da hat Canon nicht wirklich was mehr rausgebracht. Sigma hat, glaube ich, ein 135er 1.8er. Gibt es auch schon ein paar Jährchen, soll super scharf sein, kostet auch einiges. Oder im Vergleich zu den neuen Canons ist es ein Schnäppchen, aber auch über 1.000 Euro. Ich schätze, es um die 1.400 Euro kostet das 135 1.8. Soll ein sehr großes Monster sein, aber 1.4 ist schon was ganz Neues. Wird sicher sehr, 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 sehr gut werden. Und für alle die Bokeh gerne mögen, ist das ein schönes Bokeh-Monster, vor allem für Porträts. Es dürfte auch preislich ein Monster werden, schätze ich mal, aber das sei mal dahingestellt. Canon hat noch zwei weitere Linsen sich patentieren lassen, beziehungsweise vorgestellt, das ist das 24er 1.4L USM DS. Wir wissen jetzt, was das bedeutet, DS. 24er 1.4, absoluter Klassiker bei den Festbrennweiten auch. Für RF halt jetzt, wird so wie bei allen RF-Objektiven wahrscheinlich sehr gut, sehr scharf, sehr teuer werden. Ja, gleiches gilt dann auch für das Canon RF 50mm 1.4L USM DS. Genau, da habe ich im ersten Moment überlegen müssen, weil ich dachte, das gibt es ja schon, aber eigentlich gibt es das ja nicht. Es gibt nur ein 1.8er im Moment, so im günstigeren Bereich und ein 1.2er, was sehr, sehr, sehr schön sein soll, aber auch sehr teuer, auch mit sehr schönen Bokehen. Und da ist gerade das 1.4 schon so, das fehlt halt etwas. Das wird aktuell nur von Sigma abgedeckt, das Sigma Art 1.4, aber auch für EF, nicht für RF. Ich habe mir gerade vor kurzem wieder ein neues Sigma Art gekauft, weil mein letztes etwas demoliert ist. Hätte es das RF Canon da schon gegeben, hätte ich wahrscheinlich zum Canon gegriffen. Und das 1.2er war nicht verfügbar und wahrscheinlich etwas zu teuer, meiner Meinung nach. Genau. Und das, wo ich dann jetzt gespannt bin, ist natürlich, ob sich das Defocus Moving beim 1.4er dann wirklich so deutlich bemerkbar macht und ob zum 1.2er hier. Ob es da Unterschiede gibt. Genau, weil man kauft ja das 1.2er ein bisschen auch fürs Bokeh.
Ja. Hat doppelt so viel Licht, kommt natürlich rein, aber da wäre interessant auch ein Vergleich auch zum Sigma Art 1.4er, ob das die Focus Smoothing wirklich einen Vorteil bringt oder nicht. Genau. Ob das wirklich auch schöner aussieht oder so ein bisschen fakig, ja. Weil ich fand diese Beispielbilder, die es da gab, teilweise manchmal so wie so einen digitalen Effekt. Mhm. Aber es wird sich alles zeigen. Genau, weil das ist ja dann auch spannend, ob Canon nicht ein 1.2er mit DS quasi mit DS ja, auf den Markt bringt. Ja. Genau, denn das erste Objektiv, wo es die Focus Moving gab, war das 85er. Genau. Genau. Also am Kameramarkt ist viel Bewegung, am Objektivmarkt ist viel Bewegung bei Canon. Ja, ich freue mich. Viele neue Objektive sind immer ein gutes Zeichen. Belebt den Wettbewerb. Ich hoffe, dass auch bald Tamron und Sigma danach legt und auch RF-Objektive rausbringt, weil das machen die aktuell eigentlich eher nur für Sony-Objektive oder für Sony, fürs Bajonett, für Spiegellose. Dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, genau. Denn es zeichnet sich alles daraufhin ab, dass der RF-Mount ein etablierter Mount ist. Auf jeden Fall. Und bleibt. Ja. Ja, das war's. Schreibt uns in den Kommentaren drunter, was ihr denkt, welches dieser Objektive findet ihr denn am interessantesten und gebt uns auch die Preiseinschätzung ab, was diese Dinger denn kosten werden. Denn günstig werden sie sicher nicht sein. Ja, genau. Viel Spaß beim Fotografieren. Ciao. Wenn man sich das Objektiv kauft, dann braucht man beim Zollen die Focus Moving, damit genau. Komma vielleicht verrutscht. Genau.